Im Rahmen des 8. Tags der Städtebauförderung wurde am 14. Mai der neu gestaltete Reformationsplatz in der Spandauer Altstadt feierlich an die Öffentlichkeit übergeben. Rechts herstellen, euch! Gebt Gleichschritt! Der Reformationsplatz ist einer der bedeutendsten historischen Orte in der Spandauer Altstadt. In den letzten Jahren wurde er denkmalgerecht erneuert und verschönert. Jetzt ist die Zeit endlich fertig. Und bei bestem Wetter, wie ich habe es schon gesagt, haben wir endlich was zu feiern. Sie alle waren wahrscheinlich noch nicht in meinem Büro, aber dort hängt ein Gemälde von St. Nikolai. Und dieses Gemälde erinnert mich jeden Tag daran, dass vor dem Kurfürsten einmal die Straßenbahn fuhr. Das ist und das bleibt glücklicherweise Geschichte. Denn wenn die Straßenbahn tatsächlich irgendwann einmal Spandau erreichen sollte, dann fährt sie diesmal um die Altstadt herum. In den 1980er Jahren wurde der Platz also das letzte Mal umgestaltet. Ich persönlich habe ihn nie anders kennengelernt, als ihn in der Gestalt vor der Umgestaltung in diesem Jahr oder in den letzten Jahren. Und obwohl der Reformationsplatz so zentral in der Altstadt Spandau gelegen ist, kennen ihn die meisten vielleicht doch nur als den Ort, bei dem oder auf dem während des Weihnachtsmarktes die lebendige Krippe steht und wo man sich dann getroffen hat. Vor 2 Jahren ging etwas Gutes los. Wir haben uns auf den Weg gemacht, diesen Platz umzugestalten, und vor 2 Jahren, mitten während Corona, rollten hier die ersten Bagger an. Helmut Klebank weiß es noch als Bezirksbürgermeister damals. Und heute ist er fertig. Und ich finde, er ist richtig schön geworden. Das ist das Werk vieler, vieler Menschen und am wenigsten meines, der heute voller Stolz ihn hier als Bezirksstadtrat für Bauenplan, Umwelt und Naturschutz mit Ihnen gemeinsam die feierliche Eröffnung begehen darf. Ohne die Hilfe aus Berlin, aus dem fernen Berlin möchte ich hinzufügen, er hat mir gerade erklärt, es sind seine Brücken. Naja. Ohne die Hilfe aus dem fernen Berlin hätte es nicht geklappt, und darum ein nicht minder großes Dankeschön auch an Frau Dr. Christine Westphal und Martina Minaif aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Der Platz um die Kirche sah nicht immer so aus. Bis 1751 waren die Flächen um die Kirche herum Friedhofsflächen. Behutsam wurde also seit 2020 repariert und neu gestaltet. Die Pflaster und Grünflächen wurden erneuert, wir haben neue Bänke aufgestellt und den Platz, jetzt hier geradezu Richtung Mönchstraße, um eine barrierefreie Rampenanlage ergänzt. All das unter den wahnsinnig strengen Augen des Denkmalschutzes. 1,9 Millionen Euro hat der Umbau gekostet und wäre ohne das Förderprogramm Lebendige Zentren und Quartiere des Landes Berlin nicht zu finanzieren gewesen. Darum, lieber Christian Gäbler, herzlichen Dank dafür.